Herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Wir starten. Gestern haben wir sehr, sehr viel gemacht. Wir haben die Brücke platziert, wir haben die Häuser platziert, damit jetzt die Bewohner, und wir sehen schon im Hintergrund, dass das Museum fertig ist, dass die Bewohner auch einziehen können. Da haben wir auch Tina, die ihren Stand eröffnet. Und Tom Nook will uns mal wieder irgendwas erzählen. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Montag, der 23. März 2020, 7.53 Uhr. Die Neuigkeiten heute? Wir freuen uns, einen Neuzugang auf Nimmerland zu begrüßen, Oscar. Ich hoffe, dass ihr ihm mit Rat und Tat zur Seite steht. Weiter im Text. Tada! Nimmerland hat ab heute ein eigenes Museum. Oh ja, ein wirklich großartiges Museum mit Ausstellungsräumen für Insekten, Fische und Fossilien. Eugen, der Kurator des Museums, steht allzeit für die Annahme von Spenden zur Verfügung. Auch Fossilien untersucht er zu jeder Zeit. Und der Eintritt ins Museum ist obendrein gratis. Übrigens wird es wie üblich eine feierliche Zeremonie zu diesem Anlass geben. Kommt einfach ins Service Center, wenn ihr Interesse habt. Tja, damit sind wir bei der letzten Ankündigung für heute. Für alle Bastler auf der Insel habe ich eine ganz besondere, delikate Nachricht. Denn für Bastelveteranen bieten wir nun einen speziellen Umgestaltungskurs an. So könnt ihr das Aussehen eurer Bastelprojekte umgestalten. Dieser Kurs wird eure Kreativität beflügeln. Der Kurs findet im Service Center statt. Kommt vorbei, wenn ihr mal kreativ tätig werden wollt. Das war alles und jetzt macht euch einen schönen Tag. Ja, ja. Oh, ich dachte, wir bekommen direkt 3 Bewohner. Aber jetzt bekommen wir nur einen. Das finde ich ein bisschen schade, oder? Das heißt, man muss jetzt immer noch saulang warten, bis mal die Stadt ein bisschen voller wird. Na supi. Und die Brücke scheint, glaube ich, auch noch nicht fertig zu sein, wie ich das aus Tom Nook herausgehört habe. Oder die Brücke ist halt kein Gebäude, sondern einfach nur eine Baute. Also, warte. Bevor wir hier weiter... Achso, mein Nook-Phone klingelt. Hallöchen, hier Nap aus Nooks Laden am Apparat. Ich spreche doch gerade mit Moritz, oder? Dein Verkaufskistengeld ist da. Wir haben gerade 11.368 Sternis auf dein Konto überwiesen. Vielen Dank nochmal, dass du so fleißig unser Angebot nutzt. Bis bald, dann hoffentlich im Laden. Ja, die hatten gestern Nacht zu, aber ich habe jetzt auch erfahren, dass die weniger dann zahlen. So, warte, wo... Hier. Ich habe noch ein Bastelrezept bekommen. Die Idee für diese Bastelanleitung kam mir beim Tanztraining in den Sinn. Die musste ich einfach irgendwem schicken. Zur Not per Flasche. Los, pack deine Bastelkram aus. So, und das war ein Weidezaun. Den habe ich dann gelernt. Dann haben wir Harvey getroffen. Der lädt uns auf seine Künstlerinsel ein. Da müssen wir nachher auch hin. Dann habe ich noch mit Freunden gespielt. Dann nochmal mit anderen Freunden und dann habe ich hier noch Fische gefangen gestern Nacht und währenddessen war so hier Sternschnuppen im Hintergrund und da war dann noch ein Geschenk. Dann habe ich den Geist getroffen, buh, ich bin ein Geist, dem musste ich dann hier 5 Seelen sammeln, Seelenfragmente, damit er sich wieder verwandelt in einen Geist. Tada, genau. Und das war es, was ich gestern Nacht noch erlebt habe. Der Geist kommt auch zwischendurch nochmal öfters. Aber jetzt gucken wir erstmal, was hier im Briefkasten ist. Nooks Meilenprogramm. Vielen Dank, dass Sie das Nook... Blablabla zusammen, blablabla. Okay. Geschenk. Das Geschenk will ich haben. Dodo Airlines. Wir wollten uns dafür bedanken, dass du mit Dodo Airlines fliegst. Wir wissen, dass du nicht viel Auswahlmöglichkeiten hast, aber trotzdem danke. Anbei ein kleines Dankeschön zur Kundenbindung. Oh, das ist auch wieder nett. So, hi. Okay, er schenkt mir irgendwas. Da gucken wir mal rein. Die Bäume wachsen auch schön. Auspacken. Ein Nook-Ink-Teppich. Und ein DAL-Shirt. Was schenkst du mir? Eine Skulente. Sukkulente. Was ist das denn? Da gucken wir mal eben rein. So, dann zeig mal, was das ist hier. Ach, schön. Danke. Da freue ich mich aber wirklich sehr.
Oh, okay. Ah ja, der Geist hat uns diesen Buntringel-Pulli hier gegeben. Ja. Genau. So. Dann war gestern auch noch mein Lager voll. Das fand ich ein bisschen traurig, weil ich dachte, ich wusste nicht, dass es das geht. Auf dem Boden. Oh, guck mal. Oh, das ist schön. Der Teppich gefällt mir sehr. Das schicken wir hier ins Lager. Oder an die Wand. Hier an die Wand. So. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, wir haben alle Sachen mit. Ich guck noch mal im Inventar, ob ich die Gießkanne mit hab. Nee, Gießkanne habe ich natürlich nicht mit. Die müssen wir uns natürlich auch holen. Ach, und die ganzen Insekten muss ich ins Museum bringen. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. In die Tasche, Tasche, Tasche. So. Ich glaube, heute wird wieder. Na, ich weiß nicht, ob der Part heute länger wird, aber ich glaube schon. Heute haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr zu tun als gestern. Obwohl gestern haben wir genauso viel zu tun wie am ersten Tag. oder am zweiten. Irgendwie alles immer 1 Stunde und 10 bis 30 Minuten. Riemenfisch, der ist richtig toll. Oh, meine Tasche ist voll. Dann bringe ich erstmal das da rein. Ins Museum schieren. Nepp hat erst in 1 Minute offen. Die Blumen, die gieße ich gleich. Das Museum habe ich hier, ja. Hallo. Hallo, hallo. Sind Sie am Schlafen? Ich glaube schon. Oh. Pardon, ich bin ein eher nachtaffiner Charakter. Tagsüber schone ich meine scharfen Äuglein. Aber sagen Sie doch mal, Huhu Moritz, wenn das mal keine Freude ist. Nach langem Warten öffnet das Museum von Nimmerland heute endlich seine Pforten. Eine Vermählung von Know-how, Werkskunst und klassischem Inselleben-Improvisationstalent. Und freilich hat Nimmerland sein kulturelles Kronjuwel allein ihrer Spendabilität zu verdanken. Daher von mir aus tiefsten Herzen im höchsten Tönen ein himmelhochjauchzendes Danke. Werfen Sie doch gleich mit mir einen Blick auf den Raumplan dieses Hauses. Links, rechts, links sind die Insekten. Hinter mir ist Fossil, rechts, Fische. Und Sie können mir das alles schenken. Nee, nee, ich meinte natürlich spenden. Spenden, nicht schenken, ne? Okay, dann will ich das mal so machen. Ach nee, muss ich. Oh Gott, ich kann alles gleichzeitig eingeben. Oh mein Gott, das ist ja hier Luxus. Das ist echt Luxus. Davon haben wir zwei. So. Huh, gleich mehrere Stücke, dann wollen wir doch mal sehen. Welch Freude, eine solche Spende, wow. Aber bitte, Sie brauchen die Stücke nicht einzeln hervorzuholen. Ich nehme Ihnen die Mühe ab. Oh, das ist echt nett. Okay, dann holen wir mal eben die zweite Ladung. Und danach gucken wir uns mal kurz das Museum an. Weil das ist wirklich sehr, sehr schön in dem Spiel hier. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Oh, Oskar, ich weiß gar nicht mehr, war Oskar die Katze? Hatten wir überhaupt eine Katze angesprochen? Ich weiß es echt nicht mehr. Oskar, es könnte auch ein Hund sein. Könnte auch ein. Ah, Rübenpreise gucken wir gleich auch mal nach. 60 Rüben habe ich mir gegönnt. In die Tasche, Tasche, Tasche. So, dann nehmen wir meine Schaufel mit. Hier sind die Fossilien. Die nehmen wir auch mit. Ich habe 3 Golderz. Eine hatte ich aus dem Ballon geschenkt. Und 2 von der Insel. Oh, meine Tasche ist voll. Oh, warte mal eben. Ich möchte das ganz gerne noch mitnehmen. Dann. Du platzieren. So. Dann können wir noch das letzte Fossil mitnehmen. Da ist es. Da ist es ja. Mein Gießkanne, ist die kaputt gegangen?
Ah, nee, die könnte bei Nook liegen. Die habe ich da auf den Boden, glaube ich, geschmissen. Stimmt. Ich kann mich dran erinnern. So, Eugen, ich habe noch mal Post für dich. Für dich. Oh, man kann. Oh, da die Brücke ist fertig rechts. Ich hab's gesehen. Super. Hallo, Eugen. Huch. Oh, ja, bitte, pardon, schauen Sie ruhig mich an. Ich will etwas stiften. Ich möchte ganz gerne den, das und das. Huh, gleich mehrere Stücke. Jawohl. Ah, was für eine Freude. Ich liebe ja Fische. Die esse ich immer so gerne. Und wenn ich sie gegessen habe, dann ist aber das Aquarium leer. Naja, egal. Jetzt noch ein paar Fossilien. Und alles ist gut. Nicht nur ein Pfund. Ja. Ja, genau. Du bist ja eine richtige Spürnase. Sie sind echt super in Dinge. Aufspüren. Oh, muss ich es echt so spenden? Das ist ja nervig hier. Das. Und die auch noch. Was stand da? Hirsch? Nee, Hälfte. Ich dachte schon. Leute, ich liebe Animal Crossing, ne? Es macht echt Spaß. Ich weiß noch nicht, ob ich das zurzeit zu viel spiele. Aber eigentlich soll man das wirklich nur jeden Tag 1 bis 2 Stunden spielen, damit du dich auf jeden Tag freuen kannst, der dir 2 Stunden versüßt. So, dann gehen wir mal hier gucken. Ich wollte mich nicht hinsetzen, aber danke. Ist hier schon was drin? Oh ja, da. Ach, ihr habt's hier echt schön. Ich würde auch gerne bei euch wohnen. Ja, das gefällt mir sehr. Hier oben waren auch noch Fische, habe ich gesehen, ja. 3. Hier ist gar nichts drin. Schade. Das größte Becken ist natürlich leer. Ich würde ganz gern wissen, wo mein Kiemen-Ding ist. Oh, guck mal hier. Oh mein Gott. Cool. Wow. Das ist echt cool. Wer ist denn da drin? Ja, eine Makrele. Was ist da links drin? Achso, hier gucken. Achso, Sardellen sind das. Okay. Boah, sieht mega cool aus. Wirklich. Wir gehen erst hier unten. Oh, Taucherausrüstung. Die habe ich ja hier gar nicht gesehen. Okay. Sehr hübsch. Ah, hier ist mein Kiemenwal. Sieht irgendwie ein bisschen lustig aus. Ja. gestiftet von Moritz. Nice. So, dann gehen wir noch hier oben her. Hier können wir mal rausgucken. Oh, cool. Geht tatsächlich. Ja, lustig. Cool. Ich finde es auch cool, dass jetzt nicht mehr nur noch eine Sorte vom Fisch dann da ist, sondern können auch mehrere sein in manchen Aquarien. Beim Seeengel zum Beispiel. Guck mal, hier sind 6 Stück. Cool. Die haben so einen coolen Kristall. Da ist noch nichts drin. Okay. Was haben wir hier? Da haben wir eine Flunder. Und noch andere. Das ist auch cool. Ja, gefällt mir echt gut hier. Das Aquarium ist echt schön. Ist wirklich schön. Hier waren wir ja schon. Dann gehen wir jetzt mal bei den Fossilien. Gucken. Fossilien haben wir nicht so viel, aber ich möchte mal gucken, wie es aufgebaut ist. Oh, hier ist so ein Gang in der Mitte, okay. Was steht da drauf? Ah, irgendwelche Sprache. Oh, wir haben ja hier schon richtig viel. Oder ist das automatisch? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir da schon 7 Stück. Schon gut. Für die kleinen Fossilien, sage ich mal. So, jetzt sind wir bei den großen. Wow.
Und sagen, die Fossilien sehen echt sehr, sehr gut aus. Die sehen echt gut aus, wirklich. Ja, hier gucken wir mal einmal herum. Gehen nochmal da unten hin. Was haben wir hier? Der Brachiosaurus. Supi. Gehen wir mal nach rechts. Hier ist irgendwie Licht an. Weiß nicht. Wieso? Vielleicht sind wir jetzt draußen auf einmal. Ne, sind wir nicht. Sind wir nicht. Okay, da sind verschiedene Bewohner oder so. Kamera kann ich nicht nach oben und nach unten machen. Okay, dann gehen wir mal hier oben gucken. Sind das alle Bewohnersorten, die es gibt, oder was? Okay. Ich glaube, es gibt mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, es gibt da mehr. Das ist ja gar nichts. Okay. Das war's also mit dem Raum hier. Dann gehen wir jetzt noch links zu den Insekten. Und wir sind schon wieder bei 16 Minuten. Und wir haben eigentlich gefühlt gar nichts gemacht, außer das Museum uns anzugucken. Ah, dieses Spiel, das raubt einen so viel Zeit. Aber darf es ja auch. Darf es ja auch. Das Glühwürmchen oder was ist das? Nee, ich glaube, das ist nur Deko. Eben. In diesem Insektenhaus können die Insekten auch herumfliegen. Das ist richtig schön. Also die Schmetterlinge und sowas. Da. Die Biene. Kann einfach irgendwo hinschwirren. Ach, hier ist auch ein Tier. Da ist ein Schmetterling. Oh, der ist echt schön. Der Himmelsfalter. Der Schwalbenschwanz. Wir haben einen coolen großen Baum. Bestimmt für Nektar oder sowas. Und eine Spinne hängt da oben dran. Ist schon hübsch. Ist schon hübsch. Das kann man nicht abstreiten. Hier haben wir den Einsiedlerkrebs und diese Kugelassrasseln-Dinger. Hier ist ein Labor. Ich glaube, den kenne ich doch, oder? Den Typen da. Den Frosch, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, den kenne ich. Hier ist noch nichts drin. Hier können bestimmt Ameisen reinkommen. Falls es Ameisen gibt, weiß ich nicht mehr. Oh, die Gottesanbeterin muss in so einen Kasten nehmen. Das finde ich aber traurig. Die Mutter auch. Die kriegt dann eine Dose. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Viel Spaß, Motte, mit deiner Dose. Dein Müll. Oh, hier ist echt schön, oder? Guck mal, hier kann man sich hinsetzen. Oh, da sieht man nur nicht so gut. Das ist echt hübsch. Da fällt mir gerade ein. Ich habe auch neue Bastelanleitungen bekommen. Ein Bambus-Schachtel-Kobold. Dann habe ich noch hier ganz, ganz viel Müll. Müll, dann eine Müllbergtapete, Müllbergboden. Weil ich sehr, sehr viel Müll aus dem Dings hier rausgefischt habe. Aus dem See. Das war schon ein Spektakel. Ja, okay, das war das Museum. Hier ist sogar ein Fisch drin. Aber der Fisch ist nur Deko. Okay. Ja, spring mal lieber weg von mir. Sonst mache ich dich platt. So, tschüss Eugen. Ich kann mir vorstellen, dass Eugens Tochter oder Frau noch hier zum Museum kommt, weil sonst wären die Treppen da echt unnötig. Den Ast, den nehme ich mir aber mit. So. Da gibt's auch nichts Neues, oder? Nee. Ist hier meine Gießkanne? Ist das meine Gießkanne? Ja. Gut.
Hallo, Tina. Guten Morgen, Moritz. Schön, dass du mal bei mir vorbeischaust. Womit kann ich dir denn heute dienen? Zeig mal das Angebot. Aber natürlich, schau dich ganz in Ruhe an, um. Oh Gott, ich habe überhaupt kein Geld mit. Muskelshirt. Da sehe ich mich. Okay, sehr, sehr interessant. Ich hole mir gleich was. Ich hole mir gleich was. Wie voll ist mein Inventar? Ich glaube, ich gehe erstmal zu Schleppi und Neppi. Oh, ich muss nicht meinen Sprungstab benutzen, um hier rüber zu kommen. Das finde ich schon mal eine sehr, sehr starke Verbesserung. So, was wird heute gekauft? Schwingschaukel. Nee, danke. Das sind mir die Materialien zu besorgen. Zu nervig. Hallo. Nux Laden. Ja, ich möchte gern Sachen verkaufen, Nuck. Ich will die Rübenpreise wissen. Das ist ja gar nichts. Nee, nee, danke. Alter Schwede, ich hab dich für 94 gekauft. Da verkaufe ich die doch nicht für so wenig. Vor allem, wo sind die jetzt? Habe ich die nicht aufgesammelt? Nee, ne? Egal. Egal. Ich muss jetzt in jedem Part egal singen. 3000 nur, oh, das ist aber echt wenig. Wollte mir doch hier alles kaufen. Egal, wir gehen erstmal hier ran. Ja, und wo sind meine 10.000 außerdem, hä? Ideen für was? Da hatten wir schon alles. Oh, die ist echt schön. Die kaufe ich mir, glaube ich, nachher. Aber jetzt habt ihr irgendwie noch gar nichts für mich. Wie viel kostet denn die Lava-Lampe? 1000, okay, nehme ich. Damit ihr euch irgendwann mal entfalten könnt. Und den Rasenmäher. 2900. Alles klar, ich bin mal schnell weg. Ich bin schleunigst weg. Viel zu teuer, Nepp und Schlepp. Was soll das denn? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Da haben wir ein Loch. Da ist mein Schaufel. Yeah. So, und ich habe auch gelernt, dass man in diesen leuchtenden Löchern einfach 10.000er Sack reintun soll. Ja, und nicht einfach zubuddeln. Ach, hier ist ein Haus. Hallo. Hä, ist das eines von unseren, die wir platziert haben? Nee, ist es nicht. Oder? Ach, du hast jetzt ein Haus. Hallo. Und, olle, echt gelungen, Moritz, was geht? Was treibst du denn so? Ich habe eine Bambusdekoration angefertigt, eigenhändig. Die Idee ist mir neulich beim Joggen gekommen, so bei Kilometer 33 meiner ersten Runde. Du siehst, wozu Langstreckenlaufen gut sein kann. Die Birne joggt mit. So ein Bastelprojekt ist wie ein richtig hartes Training. Und somit genau das Richtige für mich. Möchtest du dich auch an einer Bambusdekoration versuchen? Wie wird's gemacht? Du hast Glück, dass ich mir immer so gewissenhaft Notizen mache. Die kann ich jetzt einfach weitergeben. Oh, cool. Wir kriegen irgendwas. Ja, ich guck mal. Bambusdekoration erlernen. Ich weiß jetzt, wie man das da erstellt. Da gucken wir mal direkt rein. Zoom, ganz nach oben. Wunderschön. Ah, herrlich. Oh, ich dachte gerade, er schläft. Dachte gerade, er schläft. Okay, er hat sein Haus bekommen. Wo ist denn das neue Haus? Ah, ganz oben. Okay, ganz oben. So, wir müssen aber hier erstmal unsere Tätigkeiten machen, bevor wir gleich zu Nuki gehen. Nuki freut sich ja immer, uns zu sehen, weil. Wen liebt er denn? Er liebt ja nur uns. So, schön A spammen. Super. Super, super. So, da haben wir noch einen Ast. Den kann ich gleich auch noch aufsammeln. Oh. Gießkanne. So. Habe ich alle getroffen? Ja, habe ich tatsächlich. Sehr gut. Hier haben wir noch einen Stein.
Hat sich der Stein verschoben? Nee, ne? Bilde ich mir gerade ein. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Egal. So. Ich habe gestern die SDS nachgeschaut, ja. Und ja, mein Herz ist brennt gesungen. Und dann hatte ich direkt einen Ohrwurm. Aber nicht lange. Der war heute Morgen wieder weg. Zum Glück. Aber dieser Egal-Ohrwurm, ja. Egal. Der bleibt. Der bleibt. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal hier hoch. Einfach mal. Und. Oh, warte. Ach so, ich habe gerade keine Schaufel mit, oder? Habe ich noch eine Schaufel? Ersatzschaufel? Ne, habe ich nicht. Wir bräuchten für eine Schaufel noch ein paar Äste. Okay, bevor ich zu Nuki gehe, muss ich mir noch ein paar Äpfel holen. Und natürlich auch Geld. Geld, Geld, Geld ist nämlich das Wichtigste auf dieser Insel. Und Materialien auch. Ach man, ey, komm, 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 drei Äste brauche ich. Zwei. Zwei Äste noch. Ich schütte ich auch einfach mal runter. Ein Ast noch. Da kommt nichts runter. Kirschis. Und noch ein Ast, perfekt. Ich hoffe, ich brauche jetzt nichts anderes noch. Ach, mal schauen. Guten Morgen, Nook. Ah, Moritz, hallo, hallo. Vielleicht hast du es schon in der Durchsage gehört, aber ich biete einen Kurs zum Umgestalten an. Wenn du diese Fertigkeit meisterst, macht das Basteln gleich noch mehr Spaß. Schau es dir mal an. Ja, ich brauche aber noch eine Schaufel. Etwas herstellen. So. Gucken wir mal eben. Was brauchen wir denn? Ach, Hartholz. Ach, Mann. Okay. Was darf sein? Was liegt an? Einweihung feiern. Eigenheimberatung. Wir machen mal erstmal Einweihung feiern. Wir feiern gleich. Bla 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 bla. Ja, ja. Möchtest du an diesen Feiern teilnehmen? Ja, das Museum. Die Brücke. Ja, gut. Die Brücke können wir gleich auch feiern, wenn du wollt. Da ist unser neuer Bewohner. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Yeah. Oh ne, Siri. Ich sehe dich nicht. Siri, hör auf. Dich sehe ich nicht. Ja, ja, schön, schön. Oh Gott. Ich glaube, das machen wir doch nicht. Für die Brücke zumindest nicht. Das dauert mir zu lang. Ja, ja. Oh, diese Insel. Oh, ein reiniges, schönes Ökosystem. Und das Museum. Oh, das, da staune ich nur. Was für eine Hoffnung dieses ausdrückt. Ja, 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 ja. Vielen Dank für diese bewegende Ansprache, Eugen. Und jetzt lass mir. Ach so, ich wieder. Ja, 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 danke, danke, danke. Möchtest du etwas hinzufügen? MVP? Gut gesprochen, Moritz. Echt toll. Zum Feuer, ne? Können wir jetzt alle ein Foto machen? Yeah, ich suche schon die Fototaste für Thumbnail. Yeah. Hurra. Supi. Applaus, Applaus. Ich danke euch allen, damit wäre die Feier beendet. Die Brücke müssen wir nicht feiern. Nee. Nee, nee, nee. Eine Schaufel habe ich immer noch nicht, weil ich brauche Hartholz, ne? Habe ich denn eine Axt mit? Eine Axt habe ich glaube ich auch nicht mit. Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht mit. Wir können uns mal eben den Bastelkurs da anschauen. Womit wir Möbel umgestalten können. Hallo Noki. Umgestaltungskurs. Bist du bereit? Ja, da bin ich. Aber mit Vergnügen. So, fangen wir gleich mal an. Ich fange am besten mit einer Erklärung des Umgestaltens an. Zuerst brauchst du natürlich etwas, das du umgestalten möchtest, sowie die nötigen Umgestaltungssets. Und dann
gestaltest du das Item an einer Werkbank um. Schon hat es ein neues Design oder eine neue Farbe. Wie sagt man doch gleich, probieren geht über studieren. Fangen wir also an. Dein Ziel in dieser Sitzung ist es, einen Holzschrank zu machen und dann umzugestalten. Items zum Verstauen von Kleidung, Schränke, Ton und so weiter sind sehr nützlich, ja. An ihnen kannst du in jedes Kleidungsstück schlüpfen, das sich zu Hause in deinem Lager befindet. Mit einer farblichen, umgestalteten Holzschrank könntest du daheim neue Akzente setzen. Und diese Freiheit, dich künstlerisch auszudrücken, ist doch genau, was Nimmerland ausmacht, ja? Oh, dir fehlt noch die entsprechende Bastelanleitung. Augenblick, ich lasse sie dir rasch zukommen. Ja, super. Wieso gibst du mir nicht gleich alle Bastelanleitungen, Herr Nook? Hä? So, was brauche ich denn für diesen Holzschrank? Ich brauche natürlich Holz. Dafür brauche ich eine Axt. Eine Axt kann ich hier herstellen? Ja, kann ich herstellen. Sehr gut. Tada! Kann ich die noch verbessern, meine Axt? Ne, kann ich nicht. Ich habe kein anderes Zeugs mit. Okay. Wie viel Holz brauchen wir? 12, ne? 12 Holz? Ist aber viel. Viel hilft auch viel, habe ich immer gehört. 1, 2, 3. Ich weiß gar nicht, welches Holz. Ich glaube, das brauchen wir genau. Hat Holz nämlich trotzdem mit? Ich kann auch alles mitnehmen. Im Notfall muss ich es verkaufen. Weil sonst explodiert mein Lager mit Holz. Vielleicht sollte ich das auch einfach benutzen, das Holz im Lager. Weil jetzt hier 12 Holz zu finden, ist ja hier nervig. Nee, das mache ich offscreen. Ist ja echt nervig, wenn ich jetzt jeden Baum hier abgehe, bis ich 12 Dinge habe. Nee, das lassen wir mal lieber sein. Dann gehen wir mal kurz gucken hier. So, wir brauchen auf jeden Fall Holz. Hier haben wir Holz in die Tasche. Und Hartholz wollt ihr auch mitnehmen? Obwohl 5 reichen für eine Dings. Also ich kann auch hier craften. Dann mache ich das hier. Gucke gerade, irgendwie rauscht das ein bisschen, glaube ich. Mein Mikro. Ich weiß noch nicht wieso. Jetzt geht's. Komisch. Egal. Wollte ich eine Axt machen? Ich wollte eine Schaufel machen, ne? Ja. So, genau. Weitermachen. Und dann machen wir die Schaufel hier. So, fertig. Weitermachen. Den Schrank, den können wir, glaube ich, auch gleich machen. Aber erstmal machen wir uns so eine Steinaxt. Die ist nämlich besser, viel, viel besser. Und den Schrank wollten wir noch machen. Schrank, da ist er. Ja, herstellen. Supi. So, das hätten wir, dann kann der Rest eigentlich aufs Lager. Würde ich mal sagen. Ins Lager. Achso, ne, du nicht. Dich brauche ich noch. Ich bin gespannt, was ich gleich für den Schrank brauche, für die Umgestaltung. Ob ich irgendwie Blumen brauche oder so. Sehen wir gleich. Das sehen wir gleich. Wir können mal eben die Blumen hier gießen. Hui. Oh, die Gießkanne ist echt praktisch, wirklich. So, perfekt. Die glänzen schon mal. Die glänzen halbwegs. Die habe ich getroffen, die habe ich nicht getroffen. So, die habe ich jetzt aber auch. Dann euch hier noch, ihr schönen Blumen. Und euch.
Oh, da habe ich mich ein bisschen blöd hingestellt. Das gebe ich zu. So, das hätten wir. Sehr gut. Oh, ich bekomme die ganze Zeit diese Nuckmalen, ne? Das ist... Ja, super ist das. Super ist das. Oh, ich wollte hier nicht den Boden gießen. Weg damit. Und ich glaube, der Sprungstab, der geht echt nicht kaputt. Das ist bis jetzt kein einziges Mal kaputt gegangen. Oh, Moritz, du hast einen Hörschrank dabei. Oh, dann kannst du jetzt endlich mal umgestalten. Hier, ich gebe dir Farbe. Hol einfach einen Holzschrank raus und probier das Umgestalten an ihm. Hier. Helles Holz, weißes Holz. Oh. Ich hätte ganz gerne einen Schwarz-Weiß-Raum. Oder sowas. Aber die Farbe gefällt mir auch sehr, schwarz. Ich glaube, in Schwarz finde ich den ganz cool. Ja, umgestalten. Tada, wurde umgestaltet. Ja, ja, wirklich wundervoll. Wie du siehst, ist das Umgestalten ganz leicht, solange man nur Umgestaltungssets und eine Werkbank hat. Die übrigen Sets kannst du ruhig behalten. Nutze sie für dein nächstes Umgestaltungskurs. Okay, danke schön. Ja, bla bla bla. Ja, Design, ja, wunderschön, Umgestaltung. Oh, das passt perfekt zu Hause. So, hast du denn noch irgendwas für mich? Das machen wir nicht. Was soll ich tun? Wir fragen einfach mal. Ja, die ewige Frage. Ich wüsste nichts, was ich dir noch raten kann, Moritz. Du hast so viel erreicht. Bestimmt weißt du jetzt selbst, wie du dein Leben hier unterhaltsam gestaltest. Okay, danke schön. Danke schön, Nuki. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt. Ach ja, unser Haus ist größer geworden, ne? Hab ich das gesagt? Weiß nicht mehr. Wir gehen jetzt mal zu Oscar. Und danach gehen wir zu Permula. Oh Gott, wie heißt der denn nochmal? Ich hab's echt wieder vergessen. Egal. Da sehen wir schon in der Ferne das Haus. Da besuchen wir jetzt Oscar Schirn. Fangen hier noch den schönen Schmetterling. Und zu Oscar passt das hier, glaube ich. Ja, glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Hallo Oscar. Oh, halli, hallöchen, Moritz. Tja, ich bin jetzt hierher gezogen. Tolle Insel, du hattest recht. Ich freue mich ganz doll auf Nimmerland. Hoffentlich werden wir alle dicke Freunde. Aber zuerst will leider alles ausgepackt werden. Altes Haus. Ja, cool. Auweia, putzen ist ja total anstrengend. Wenn ich weiter so trödle, werde ich nie fertig. Oh, ist echt cool. Hast einen hübschen Boden. Und eine hübsche Wand. Tschüss. Ja, der Koala hat jetzt hier Spaß. Ja, ne? Und ich bin gespannt, wann die hier mal kommen. So, aber ist schon verkauft angeblich. Haus von Jesse. Ah, von Jesse. Man kann schon die Namen sehen. Sehr, sehr interessant. So, dann gehen wir jetzt... Alter, hier sind so viele Viecher, ne? Hier sind so viele Schmetterlinge. Dann würde ich aber jetzt sagen, wir gehen mal nach Harvey. Und wir wollen heute noch unseren Kredit abbezahlen. Alter, ich treffe diesen nicht. Danke. Sollen wir erst den Kredit abbezahlen? Ja, ne? Machen wir mal eben. Ich hoffe, es reicht, Leute. Ich hoffe, es reicht. Aber ich glaube schon. Oder? Ich guck mal. Willkommen bei Nook Portal. Oh ja, Meilen natürlich. 150, super. Ich möchte gerne den Bankautomaten nutzen. Uns fehlen noch 2000 oder was? Okay. Die machen wir mal eben. Indem wir die Schmetterlinge jetzt verkaufen, die ich gerade gefangen habe. Ja. Dann müssten wir eigentlich das Geld zusammen haben. Und ich könnte natürlich sicherheitshalber noch ein paar Kirschen mitnehmen. So.
sind dann auch nochmal, glaube ich, 600? Ich glaube schon. Ich weiß nicht mehr, wie viel so eine Kirsche bringt. Aber nicht ganz so viel wie irgendwas anderes. Da haben wir noch einen Schmetterling, komm mit. Kleiner. Super. So, Verkaufskiste, dich nutze ich nie wieder. Minus 20%. Mann. So, hallo. Das hat mir 3000 gekostet. Ich will was verkaufen. Nee, Holzschrank nicht. Das. Umgestaltung. Oh Gott, 48 Stück, okay. Lavalampe könnt ihr wieder haben. Brauche ich nicht. Oha, es gibt nur so wenig. What? Alter Schwede, ihr Geizhälse, ey. Mann, Schlepp, und ich fand dich immer cool. Aber ich habe, glaube ich, auch mit Nepp geredet. Dann entschuldige ich mich. Du hättest mir natürlich mehr gegeben, ne? Ja, auf jeden Fall. So. Dann. Hoffentlich reicht das. Weil ich habe nur gesehen, irgendwas mit 1000. Deswegen habe ich nur 1000 gesagt. Oh, ich hoffe, das reicht. Ich weiß gar nicht, ob wir einen neuen Raum bekommen oder der Raum einfach nur noch größer wird. Bankautomat. Krediteinzahlung. Bareinzahlung. So, 4000. Ah, okay. Abbuchung. Alles. Achso. So. Vielen Dank und Wiedersehen. Juhu, hurra, damit ist mein Haus abbezahlt. Hi, ich habe mein Haus abbezahlt, Kleiner. Oh, hallo Moritz, Glückwunsch, du bist stolzer Besitzer eines voll abbezahlten luxuriösen Eigenheims. Ey Leute, es ist morgens, ja, ich kann nicht klar reden. Ich kann mir nicht vorstellen, wie toll du dich jetzt fühlen musst. Ich meinte, was könnte besser sein? Tja, du könntest noch einen Raum anbauen. Das wäre tatsächlich so rein technisch betrachtet besser. Ach, hör nicht auf mich. Ich kann einfach nicht anders. Aber wenn Interesse da ist, dann red mich an. Ja, möchte ich. Eigenheimberatung. Ich werde dir empfehlen, ein Zimmer weiterzubauen. Willst du ein Zimmer bauen? Das kostet nur 348.000. Okay. Bis morgen Vormittag fertig. Dankeschön, Luke. Ja, teurer geht's nicht, ne? Genau. So, dann gehen wir jetzt zu Harvey. Auf die Insel schieren. Schnappen uns hier noch das schöne Fossil. Da haben wir direkt noch eins daneben. Besser geht's ja nicht, ne? So. Hier ist der Strand. Ich laufe immer zum Strand aus Versehen. Da haben wir die Stelle. Oh, ups. Daneben. Tada. Und da kann man jetzt einen 10.000er Sack reintun. So viel Geld habe ich nun leider gerade nicht. Deswegen mache ich das nachher. Muss ich dann nochmal Fische fangen oder so. Die möchte ich hier noch ganz gern bewässern. So, achso, du hast jetzt auch ein Haus? Och. Hör auf. So, da gehen wir auch mal rein. Oh, nee, Pamela ist unterwegs. Okay, da gehen wir dann nicht hin. Dann gehen wir jetzt mal zu Harvey. Mal schauen. Ja, da hatten wir heute echt wenig zu tun, ne? Sind, glaube ich, eigentlich schon durch. Weil Harvey war gestern da, habe ich wohl morgens früh übersehen. Oder er war erst mittags da. Ja. Zur Harveys Insel. Auf geht's. Dodo 1, hier spricht Dodo Tower. Watcher. So, Harvey. Oh, Harveys Insel. Im Landen bin ich fast so ein Ass wie im Karaoke. Aber runterkommen, so wie alle over.
Ah, das sieht echt schön aus hier. Oh, das sieht echt mega schön aus. Das sieht echt gut aus, wirklich. Güte, kann ich die verschieben? Nee. Kann ich die klauen? Auch nicht. Was ist das? Ist das eine Art Stuhl? Nee. Hallo, Harvey. Oh, der Ofen ist auch sehr. Oh, schön. Hast eine schöne Insel, Harvey. Hey, du hast ja doch noch hierher geschafft. Freut mich, Moritz. Puh, Glück gehabt. Immer wieder schön, gute Vertraute wiederzusehen, bekannte Gesichter, Namen, die sich einem einprägen. Wie Moritz, kann man gar nicht vergessen. Oh nein, Huste, Schnief. Naja, also jedenfalls willkommen auf Harveys Insel. Ich habe hier ja ein Fotostudio, falls du es noch weißt. Heißt Fotopia, der traute Schuppen wie Utopia, kapiert? Das ist sowas wie ein super tolles Paradies und so. Jedenfalls gibt's nirgendwo besseren Fotoservice als bei mir. Steck mal das nächste rein. Näschen rein, ja? Wäre cool. Okay, gucken wir uns mal kurz an. Da kommt er mir hinterher gestalkt. Fotopia ist schon was Feines, oder? Für mich ist der Laden fast noch heimlicher als daheim. Wobei, im Moment bin ich ja im Fotopia daheim, von daher. Aber hör mal, wollen wir deinen Besuch nicht feiern mit einem kleinen Bildchen? Und wenn ich dir was zum Studio erklären soll, gib einfach laut oder gib leise. Ich hör zu. Ja, toll, lass hören. Echt? Na klasse, bei Knipsfragen bin ich der Hund vom Fach. Also, auf drei Sachen kommt es beim Knipsen besonders an: Kulisse, Komparsen und Klamotten. Schnodder ausgedrückt, bau eine hübsche Szene, lad deine Leute ein und zieh ihnen was Flottes an. Der Rest läuft dann so was von easy. Du glaubst es nicht? Ist halt der Fotopia-Faktor, wie ich so nenne. Soll ich dir Kulisse, Komparsen oder Klamotten genauer erklären? Oder vielleicht das Knipsen selbst? Nee, brauchst du mir eigentlich nicht zu erklären. Oho, allerhand. Na dann, mal viel Spaß im Studio. Ja, den werde ich haben. Das jederzeit nutzen, wenn du die Laune dafür. Wenn dir die Laune packt. Okay, dann vertrete ich mir mal ein bisschen das Fahrwerk. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Ja, tschüss. Ich würde mir ganz gern die Räume hier angucken. Okay. Das sieht seltsam aus. Sieht echt wie Kindertapete und so aus. Oh, hier gucken wir auch mal rein. Also ich weiß nicht, ob ich das hier wirklich aktiv nutzen werde. Aber wenn man am Anfang keine Möbel hat, dann würde ich das hier nicht benutzen. Und wir haben immer noch keine Möbel, deswegen werde ich es, glaube ich, auch nicht benutzen. Guck mal hier. Ah, okay. Rosenteppich und Rosenwand. Wir können mal nach oben gucken. Und hier haben wir Gras und Holz. Oh, die bewegen sich, ne? Das ist ja cool. Die Wolken bewegen sich. Den Gras, ne? Den Grasboden hätte man echt schöner designen können, finde ich. Der sieht da richtig hässlich aus. Sieht aus wie schlecht gepixelt. Ja. Und der Keller. Ja, schön. Schönes Haus von außen, von innen. Ja, ne? Ja, ist halt so. Ja, das war's dann mit Harveys Insel. Wir können noch mal mit ihm quatschen. Hallo Kumpel, na? Irgendwas genauer? Nee, danke. Nee? Oh, allein. Dann viel Spaß im Studio. Ja, werde ich haben. Tschüss. Ich bin wieder weg. Apfelmus, ich will nach Hause. Dodo. Ja, ganz, ganz sicher. Okay, Roger. Ja, supi.
Ja, okay, wir sind bei 49 Minuten, haben alles erreicht. Wir könnten, habe ich eine Angel? Oh. Ja, hätte ich. Dann könnten wir eigentlich mal kurz Fische angeln, damit wir die 10.000 Sternis da hinbekommen. Das können wir tatsächlich machen. Können wir nämlich so auch einmal kurz den Strand abgehen. Wir gehen aber erst nach rechts. So. Die Schmetterlinge, die bringen fast gar nichts. Außer der Himmelsfalter, der ist viel wert. Ich glaube so 4.000 oder so. Dann haben wir einen Fisch. Und Fisch, komm, links, genau. Also manchmal erschrecke ich mich richtig, wenn es runtergeht. Och, Mann. Ja, ups. Mann, ich dachte, er beißt an. Kacke. Ich war mir auch eigentlich immer sicher, dass wenn er den hier dreimal anstupst, beim vierten Mal geht er runter. Aber ich hatte jetzt einen Fisch, der ging ja nicht runter beim vierten Mal. Da habe ich mich richtig aufgeregt. So, ein Seebarsch. Mach mal, bist du wirklich sehr barsch? Ja, schön. Ja, da haben wir auch einen. Da hinten kommt wieder ein Geschenk. Also Geschenke gibt es ja echt wie Sand am Meer. Aber ich habe keine Schleuder. Meine ist kaputt gegangen. Deswegen lassen wir das Geschenk mal geschenkt sein. Und noch ein Seebarsch. Oh Mann, ein Seebarsch springt, glaube ich, nicht ganz so viel. Oh, mein Bambus wächst. Sehr schön. Ah, bisschen daneben. Und hopp. Och, Mann, ey. Ich wollte nicht A drücken. Meine Hand macht das automatisch. Oh, ist das nervig. Ist das nervig. So. Da haben wir die Flaschenpost. Die habe ich nämlich eigentlich in Wahrheit gesucht. Deswegen wollte ich am Strand nochmal herumlaufen. Weil da ist wahrscheinlich gleich wieder ein schönes Rezept drin. Och, Mann, ey. Ich hasse Angeln. Ich hasse in jedem Spiel das Angeln, Leute. In jedem Spiel. Komm! Als ob. Jetzt aber. Danke. Oh Gott. Da habe ich mich jetzt erschreckt. Eine Flunder. Gut. Die bringt uns, glaube ich, 1.000 oder sowas. Flaschenpost. Wir gucken mal rein. Wo ist sie denn? Ah, da. Kürzlich hatte ich auf einem Spaziergang eine Eingebung. Okay, das sind immer die gleichen Texte. Eisenholz-Sofatisch. Oh, interessant. Gucke ich mir gleich mal direkt an. Schauen wir mal rein. Okay, mit einem Rad. Interessant. Interessant. So, da ist nichts mehr. Habe ich die Sachen offscreen gebaut? Ich glaube schon. Man musste für jedes Haus unterschiedliche Sachen. So habe ich es jetzt erstmal gelassen. Bis wir Wege und sowas haben. Oskar wollte eine Schaukel haben. Und so ein Fass und so ein Bett. Wo man sich auch drauflegen kann. Oh, ist falsch herum. Ja, gut. Gut, dass ich es getestet habe. So, dann drehen wir das einmal. Okay, drehen wir nicht einmal. So, gedreht. Perfekt. So. Genau. Und dann habe ich einen hier oben auf dem Berg da platziert. Der hat links eine Liege. Und das Geld reicht, glaube ich, nicht für 10.000. Oh, die Heuschrecke aber vielleicht. Oh Gott, hier sind sogar zwei. Ah, die Gottesanbeterin meinte ich natürlich. Ich denke mal, das weiße Ding ist die Gottesanbeterin. So, dich haben wir auch. Super. Ich weiß gar nicht, wie viel ihr mir gibt. Vielleicht kriege ich schon meine 10.000. Vielleicht kriege ich sie ja schon. Hallo Nook, ich bin wieder. Schlepp und Nepp, ich bin wieder da. Euer liebster Kunde.
Herzlich willkommen. Was können wir heute für dich tun? Ich will was verkaufen. Das, das, das. Holzschrank nicht. Oh, mehr habe ich gar nicht. Okay. Oh, bitte, 9000? Nicht mal annähernd. Scheiße. Okay, wir müssen Fische farmen. Und die Fossilien können wir eigentlich direkt abgeben, wenn wir schon hier sind. Wir werden jetzt nicht in jedem Part in das Museum reingucken, das bringt nämlich nichts. Denn manche Insekten gibt es auch erst im Winter und sowas. Es dauert jetzt alles seine Zeit. Und ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie noch neue Insekten fangen kann. Keine Ahnung. Aber Fossilien, die können wir immer machen. Die können wir immer machen. Ich hätte da was. Fossilien. Ich muss gleich mal anklicken, ich hätte da was. Das möchte ich noch verstehen. Ja, okay, Herr Eugen. Ich hätte da was. Oh, wie? Haben Sie etwa einen außergewöhnlichen Fund gemacht? Zeigen Sie doch mal. Vielleicht erkenne ich Objekte. Oh, Mann. Dann lieber stiften. Ich trinke mal eben was. Ein T-Rex. Oh ne. Okay, ich hätte da was, mache ich nicht mehr, weil sonst labert er mich hier total voll. Ja. Och, alter Junge. Okay. Ich will etwas stiften. Cool, haben wir alles noch nicht? Perfekt. Dann nehmen das bitte alles. Ja, das war's. Danke, Eugen. Tschüss, Eugen. So, jetzt brauchen wir immer noch 6000 Dinger. 300 hätten wir schon mal. Oh, ich freue mich schon, wenn das andere Obst gewachsen ist, ne? Auf jeden Fall. Und hier können wir auch noch dran schütteln. So. Hier können wir auch eine mitnehmen. Dann haben wir 10. Und springen hier rüber. Denn hier hinten sind, glaube ich, die besseren Fische. Also das bilde ich mir zumindest ein. Und weil der Schrank hier größer ist. Da. Da, 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 da. So. Oh. Och, nee. Ach, Angeln, ey. Ich und Angeln. Och, Mann, ey. Nicht dein Ernst. Scheiß Fisch. Och, Mann, ey. Stimmt mich so blöd an beim Angeln. Aber ich bin auch blöd, Leute. Och Gott. Ah, wieder ein Seebarsch. Du bringst mir fast gar nichts, ja? Junge. Muschel nehme ich mal mit. Noch eine Muschel. Ist hier wer? Ne, da ist keiner. Dann kann ich ein bisschen laufen, weil wenn ich hochlaufe, dann sehe ich meistens die Fische schon irgendwo herumschwimmen. Da haben wir einen. Na, komm, komm zu Mama. Ach, du beißt auch sofort an. Was ist denn los mit euch? Eine Flunder. Ja, da bist du ja platt, ne? Wer spielt denn heute noch Splatoon, wenn man Animal Crossing hat, hallo? Das ist ja hier ein Skandal. Oh Gott. Mann! Ich will gar nicht oh Gott sagen. So. Hier haben wir noch einen kleinen. Könnte ein Seeengel sein. Oder Müll.
Ist eine Makrele. Okay. Oh, meine Angel ist kaputt. Ich habe zum Glück ja noch eine. Ausrüsten. Ausrüsten. Wir machen das Inventar einmal voll. Und dann gehen wir verkaufen. Dann müssten wir eigentlich die 10.000 Sternis haben. Ja, hopp. Ach, Mann, ey. Ich bin nicht ganz so der Angelprofi, Leute, wie man sieht. Aber ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Noch ein Seebarsch. Gibst du nur noch Seebarsche, oder was? Sehr nervig hier alles. So. Wir könnten gleich auch vielleicht nochmal auf eine Insel gehen. Ich glaube, das machen wir auch. Vielleicht kriege ich da mehr Geld. Hier haben wir Seeenge. Super. Gehen noch einmal hier unten her. Dann gucken wir uns kurz das Inventar an. Hier ist nichts mehr. Schnappen uns den Kescher. Wie viel Platz haben wir noch? Für 7. Okay. Dann gucken wir hier mal eben ein bisschen nach Schmetterling. Ist oben einer? Ja, oben sind welche tatsächlich. Sogar ein recht viel wertiger. So. Cashy. Oh, 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 oh. Hallo. Nein. Oh Gott, ich habe ihn. Ich habe ihn. Perfekt. So, dann. Gibt es jetzt. Also, früher gab es immer nur 3 Fossilien auf einer Insel. Gibt es jetzt irgendwie 4? Ich weiß es nicht. Aber da hinten haben wir noch einen Schmetterling. So, dann rüsten wir mal ganz, ganz schnell den Kescher aus. Bevor er runterspringt. Ah, ne, tut er nicht. Dich hätten wir auch. Perfekt. Ein Baumnymphe. Ja, ja, ja. Nerv nicht. Meilendings, die Bums. Oh, hier oben haben wir, glaube ich, nichts. Aber wenn wir schon hier sind, ne, dann kann ich euch auch eben hier oben ein bisschen was zeigen. So. Und der schönste Punkt der Karte geht an. Warte. Geh mal eins nach da. An. Anna. Anna bekommt das schönste Gebäude hier. Und den schönsten Platz. So, perfekt. Sind wir bei Schlepp und Nepp. So, ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht. So. Moritz, ich will was verkaufen. Zeig doch mal, was du hast. Das, 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 das. Also viel habe ich gar nicht, oder? Weiß nicht. Wir gucken mal, wie viel das jetzt bringt. Bitte, bitte 6.000. Ja, super. Danke, danke Schlepp und Neppi. Ich liebe euch. Ich liebe euch wieder. In den Geldbeutel. 10.000 Sternis, bitte, danke. Ein herzliches Danke. Gott, ich muss jetzt das Loch wiederfinden, ne? Ach, Mann. Ja, das tun wir erstmal weg. Die Schaufel brauche ich aber. Ich habe Angst, das Loch gleich einzuschaufeln. das war, glaube ich, irgendwo hier unten. Nachher gehe ich natürlich auch noch alle Steine ab. Wo war es? Da. So, und? Vergraben. Oh, ich gieße dich mal zur Sicherheit. Bitteschön. Weiß nicht, ob ich getroffen habe nochmal. Und viel Spaß zum Wachsen. So, dann kaufen wir uns noch eine Nookmeile. Noch eine...
Gott, Meilenticket. Und gehen noch auf eine Insel und danach beenden wir auch den Part. Dann sind wir wieder so bei der guten 1 Stunde und 15 Minuten. Das klingt doch super. Nookmine einlösen. Gibt's neue Sachen? Brettzäuner kann ich jetzt auch. Nookphone Gestaltungskit. Gestaltungskit, dann können wir das von zu Hause aus machen. Gibt's neue Teppiche? Nee. Bilde ich mir jedes Mal ein. Okay. Den Beutel, den haben wir ja schon. Okay, wir machen noch mein Ticket. Ja, einlösen. So, Ticket wird gedruckt. Vielleicht treffen wir noch einen neuen Bewohner. Oder haben vielleicht nur mit irgendwas anderes Glück. Weil, keine Ahnung, ich hatte jetzt gestern 3 Inseln, da war kein einziger Bewohner, deswegen habe ich mir die Frage gestellt, müssen die anderen 3 Bewohner erstmal wieder einziehen, bevor ein neuer Bewohner irgendwo spawnen kann? Oder wie ist das jetzt hier? Und jetzt haben wir ja Oscar hier. Das heißt, ich könnte vielleicht jemanden einziehen lassen. Ich bin mir aber nicht sicher. Deswegen probieren wir das jetzt mal einfach aus. Und haben die anderen Bewohner eigentlich auch ihren Kredit abbezahlt? Oder wieso haben die jetzt Häuser? Ich weiß es nicht. So, ich möchte fliegen. Roger. Du scheinst übrigens ja auch schon wieder über ein Meilenticket. Uns gehen nämlich bald die Inseln aus. Du solltest es also nicht nutzen, ja? Bitte nicht nutzen. Doch. Okay, dann ab in die Luft mit dir. Dodo 1 hier, am Dodo Tower. Viel Glück. Oh, Pfirsiche. Habe ich schon Pfirsiche? Ich weiß es nicht. Ich habe endlich mal Pfirsiche. Oh mein Gott. Ich fasse es nicht. Pfirsiche. Ich glaube, die haben mir noch gefehlt, oder? Ich weiß es nicht mehr. Nee, haben wir, glaube ich, nicht gefehlt, weil sonst würden die Meilen direkt anspringen. Aber trotzdem cool, endlich Pfirsiche zu haben. Oh, das ist ja toll. Die Insel gefällt mir ja mega gut. Aber nur wegen den Pfirsichen. Oh, das gibt Kohle, Leute. Das gibt Kohle, ich sag's euch. Vor allem, hier sind so viele. Richtig viele. Oh, mein Glückstag. Ob hier ein Bewohner ist, das ist mir jetzt auch egal. Die Pfirsiche haben alles gerettet. Alles gerettet. Endlich wieder Geld. Da war irgendwas. Ach, eine Blume. Eine Blume. So. Ja, echt schön hier. Also diese kleinen Inseln, ne? Die gefallen mir echt sehr gut. Das Unkraut ist echt mega schön hier. Die Blumen sind sehr schön. Die Kokosnüsse sind auch sehr schön. Sieht ein bisschen aus wie Mais. Warte, da hinten war auch noch ein Obst-Dingsy. Ein Pfirsichbaum. Aber wir holen uns, glaube ich, erstmal die Palme hier. Die Palme wedeln. Hahaha. Hier bekommt der Satz eine ganz andere Bedeutung. Ja. Soweit, so gut, würde ich sagen. Oh, das ist ja hier echt ein Paradies, ne? Hier würde ich auch gern leben. Auf dieser kleinen Insel. Ich habe Pfirsiche, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Pfirsiche bietet dir Wasser und Wasser und Essen. Perfekt. Es wird eine Pfirsich-Diät. Das sage ich euch aber. Ja. Okay, Leute, dann würde ich tatsächlich sagen, das war's mit diesem Part. Ich sammle jetzt hier noch weiter die Pfirsiche auf und verprüge ein paar Steine. Ich habe ja hier eine Schaufel jetzt wieder. Und wir sehen uns am Morgen wieder zu Animal Crossing, weil Animal Crossing ist so krass, deswegen Crossing. Ich schaufel mir hier mal eben die Löcher und links... ja, ist das neueste Video und rechts die Playlist und mein Wochenbericht fürs Handy ist gerade da. Ich habe in der letzten Woche durchschnittlich 3 Stunden dran gesessen an mein Handy und
Deswegen, tschüss, bis morgen.